Servus, schön, dass Sie wieder eingeschaltet habt bei unserem aktuellsten YouTube-Video, wo es um diese Türe geht. Altes Tor, Eingangstor wird restauriert. Viel Spaß beim Video. Die Zapfen waren ja ein wenig zurückgesetzt, weil ich das Fries breiter gemacht habe. Jetzt war hier ein Loch und es war aber viel Knochenleim. Jetzt habe ich mit dem heißen Knochenleim über den alten darüber gestrichen und dann habe ich diese Hartholzhölzchen hier eingeleimt. Jetzt hobel ich das bündig. Jetzt ist es einigermaßen bündig. Jetzt hole ich noch die Bandschleifmaschine und schleife die restlichen Millimeter, also das restliche Zehntel ist. Das ist ja nur mehr, schleife ich mit dem Teil weg. Und dann gehe ich noch mit dem Hüpfer drüber. Und so sieht das Ganze dann aus. Hier ist noch ein wenig Luft beim Keil. Das wird dann ganz einfach, wenn ich das mit Leinöl alles grundiert habe, mit Fensterkit, also Leinölkit, Kreidenstaub und Leinöl ausgekittet. Und dann sollte alles dicht sein. Diese Gärungen werde ich nicht nachkitten. Das bringt nichts, wenn das Ganze arbeitet, fällt das sowieso wieder heraus und hält nicht. Aber hier so Löcher, die hier stellenweise sind, werde ich auch auskitten. Ich werde jetzt noch alles schleifen, werde natürlich, hier ist ein wenig Holzleim ausgelaufen, das werde ich wegkratzen, wegbrechen, nachschleifen, denn ich habe wirklich so viel hineinlaufen lassen, dass es wirklich herausgekommen ist stellenweise. Das ist, finde ich eigentlich toll. So, wie gesagt, die Holznägel sind auch bündig geschliffen, das zeige ich auch noch her. So sieht das aus. Auf jeden Fall schleife ich jetzt fertig und dann wird grundiert. Die Türen habe ich gestrichen, das zeige ich euch. Also das ist jetzt nur einmal mit Leinöl eingelassen, also grundiert. Alle zwei Seiten. Jetzt mache ich mich an den Stock ran. Ich nehme den komplett auseinander. Ich habe hier die Holznägel rausgeschlagen und hier habe ich diesen Schwalbenschwanz quasi abgeschnitten, wo diese Strebe drinnen sitzt. Zuerst wollte ich das hier rausnehmen und habe, also das Band will ich nicht herausnehmen, jetzt habe ich das in die herausgequart, um das hier rauszubekommen, geht nicht. Jetzt schneide ich das ab und werde es später von hier schrauben. Hier, das muss ich noch schneiden, ich habe mir das hier angerissen und werde mir hier nach dem Bleistiftstrich entlang schneiden. Also ich, wie gesagt, am liebsten wäre es mir, ich müsste das nicht wegnehmen, aber ich habe die Türen vorher eingehängt, um zu schauen, wo ich mit der Luft hinkomme. Ich habe die Fliese schon breiter gemacht, aber es reicht noch nicht ganz aus. Ursprünglich wollte ich ja das Originalschloss nehmen, glaube ich. Es ist schon so viel Zeit vergangen. Jetzt weiß ich nicht genau, warum ich so viel Luft noch immer gelassen habe. Es war noch immer 15 mm Luft zwischen den zwei Türblättern. Und jetzt wäre die Möglichkeit, dass ich bei den Türblättern die Nägel herausschlage und die Feature-Bänder etwas herausziehe. Also ich hätte hier diese Nägel herausziehen können, dann hätte ich das Feature-Band ein wenig herausgeben können und 5 mm beim anderen auch. So hätte ich circa 1 cm gewonnen, 2x 5 mm. Das hätte gereicht, aber ich hätte die Nägel herausziehen müssen. Wer weiß, was alles kaputt geworden wäre bei der Türe. Und da ich ja diesen Stock sowieso restaurieren muss, nehme ich das einfach auseinander, kann jetzt die Teile einzeln schleifen und schraube das dann zusammen. Ich werde hier überall Bratzen anschrauben, dass ich das wirklich einmauern kann und ja, ist halt so. Ich glaube, das ist der einfachere Weg. Und oben ist so ein Oberlichterglas noch, das weiß ich auch noch nicht, wie ich das hinsetze, das wäre innen, ich will das außen haben, aber egal, um das geht es jetzt gar nicht, es geht darum, also die Möglichkeiten, die ich hatte, um die Luft zwischen den zwei Flügeln zu verringern. Ich hätte auch noch einen Streifen hinleimen können, dann hätte ich aber wieder die ganze Schlösser ausstemmen müssen, neu, und diese Türen sind jetzt fertig, also das hat jetzt 20 Minuten gedauert, das zu zerlegen, und jetzt habe ich einen Vorteil, ich habe Einzelteile und kann die ordentlich bearbeiten, also man muss immer in allem einen Vorteil auch sehen. Ja. Jetzt habe ich hier in diesem Teil ein wenig Brennholz, ist dabei auch entstanden. Das hat ja auch immer einen Vorteil, wenn es was zu heizen gibt. Und was noch drin war, diese Holznägel, das zeige ich euch auch.
Also ein original alter Holznagel. Hier ein 100 Jahre alter Holznagel. Verläuft spitz zusammen. Und mit diesem Teil war der Balken hier oben befestigt. Hier ist der Holznagel abgebrochen und hier war der drinnen. Und hier oben wurde auch eine Gratfeder quasi angeschnitten, dass das nicht auseinander kann. Hier dasselbe. Also es wurde damals wirklich extrem hochwertig gearbeitet. Also so viel Arbeit, wie sich der Tischler damals angetan hat, um wirklich diese hochwertige Arbeit zu machen, ein Traum. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Hier sieht man die Frieser und alles neu mit dem Profil gehobelt. Die Gärungsprofile, also Schlitzzapf auf Gärung mit Profil, neu eingesetzt. Alles grundiert mit Leinöl. Und hier sieht man die Holznägel. Und hier sieht man einen Flügelast, der in einem Rahmen nichts zu suchen hat. Aber irgendwie hatte ich nichts anderes zur Verfügung. Und diese Flügeläste sind sowieso hier im fixen Teil. Und im fixen Teil ist es egal, der wird mit Riegel zugespannt und kann sich nicht bewegen. Also dieser Flügelast will sich zwar bewegen, aber ich gebe ihm die Möglichkeit nicht, dass er sich bewegt. Wir sagen danke. Wir sagen prinzipiell auch mitten im Video jetzt danke immer. Man muss sich viel mehr bedanken. Ich stehe hier in der Ecke. Ich stehe schon lange in der Ecke. Weil ich an der Tür nicht weiterarbeite, habe ich mich strafversetzt hier in die Ecke. Ich bleibe jetzt stehen bis Weihnachten. Was haben wir jetzt? Wir haben Anfang 32. Ich habe die Zahlen verändert. Schreibt in die Kommentare hinein, was ihr von sowas haltet. Hat sich das ausgezahlt, dass ich das gemacht habe? Hat es sich nicht ausgezahlt? Auf jeden Fall sage ich, bleibt uns gewogen. Tschüss Baba, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr abgeschaltet habt. Schaltet ein oder schaltet ab. Aber eins müsst ihr mir versprechen, schaut zu genau. Also wenn er ausgeschaltet ist, kann man nicht. Lasst eingeschaltet beim Zuschauen. Wenn ihr ausschaltet, dann ist es total schwer zum Zuschauen. Viel Spaß beim Zuschauen oder beim Abschalten. Tschüss Baba, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Viel Spaß bei der Sendung. Tschüss. Tschüss da. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Das Video ist vorbei. Die Tür steht noch immer. Sie ist das ganze Video über hier gestanden. Ihr habt im Video die Tür in Bewegung gesehen, obwohl sie hier in Wirklichkeit stand. Das ist total kompliziert. Das versteht man nur eigentlich, wenn man Zeitsprünge machen kann. Drückt gefällt mir, abonniert den Kanal. Und wenn es nichts ist, dann löscht das Ganze. Löscht das Internet. Schaut immer nicht aus, oder?